Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge hier bei Ark Survival Evolved und zwar einer ganz besonderen Folge, denn es soll ja nicht mehr lange dauern bis zum neuen Genesis DLC Ende Januar. Wir haben es jetzt aktuell Mitte Januar und bis jetzt noch keinen einzigen Boss erlegt. Das wird sich jetzt aber heute ändern, denn wir werden es mit der Brutmutter Lystrix aufnehmen. Dafür waren wir jetzt auch schon in den drei erforderlichen Höhlen unterwegs, haben wir jetzt die wundervollen Artefakte eingesammelt, teils auch mit einem sehr großen Opfer verbunden. Wir haben Kyoko leider verloren, war unser bester und stärkster Sabertooth. Der Papa Nagisa wollte jetzt gerne mit beim Kampf dabei sein. Ich habe ihm aber gesagt, du Kyoko würde das nicht wollen. Und wir haben ja 13 andere wirklich wundervolle Vertretungen für dich und auch Kyoko, damit wir das Opfer von Kyoko jetzt auch nicht quasi wegschmeißen. Und das Team würde ich euch gerne mal vorstellen. Und zwar sind das die hier 12 Tyrannosaurus oder auch 12 Rexe und ein Utyrannus. Mit denen habe ich jetzt die letzten Tage, naja, eigentlich letzte Woche, anderthalb Wochen lang, glaube ich, also seit dem letzten Stream wirklich pausenlos trainiert. Ich habe nichts anderes mehr gemacht. Stundenlang war ich mit denen unterwegs auf der Jagd nach Dinos, natürlich hauptsächlich auf der Jagd nach Alpha-Dinos, also den wirklich ganz, ganz starken Raptoren, Rexen und Carnotaurus, weil die ja doch am meisten Erfahrungspunkte geben. Und ja, irgendwann, also es hat schon wirklich sehr viel Zeit gekostet und die letzten 2 Tage habe ich eigentlich nur damit zugebracht, damit die wieder alle volle Leben haben, denn wir haben hier einen ganz besonderen. Jetzt weiß ich das leider nicht auswendig. Bist du das? Ich glaube schon. Oder? Und zwar, nein, du bist es nicht, aber ich blende jetzt trotzdem nochmal rasch ganz kurz das ein, damit ihr hier einfach mal seht, was alles im Boot ist. Wir haben Mrs. T, Terminator dabei, Chuck, Mr. T. Dann haben wir hier Clara, Deadpool, Sarah, Moment und hier 3 Dinos oder 4 Dinos mit etwas eigenartigen Namen. Das liegt daran, dass dies alles meine Zuchtversuche sind. Denn ich habe jetzt einfach mal aufgrund dessen, dass ja die Rexe jetzt auch nicht wie Sand am Meer existieren, habe ich jetzt einfach mal beschlossen, mich so ein bisschen mit den Züchten zu beschäftigen. So ganz dahinter gekommen bin ich noch nicht, aber ich habe doch tatsächlich eine doch ganz gute Ausbeute getroffen hier mit den 4 Rexen. RX steht natürlich für Rex und die 4 Buchstaben hier stehen jeweils 2 Buchstaben für Mama und Papa. Ihr könnt das hier schon sehen. Im Prinzip steht Rex Moser 3 und Rex Moser 1 direkt neben Mama und Papa. Also Sarah und Moment waren hier die Eltern. Und Chucky, da steht die Mama daneben und der Papa 1 weiter drüben. Aber am stolzesten bin ich hier eigentlich auf ihn hier. Deadpool ist kein Ergebnis einer Zucht. Den habe ich einfach gefunden und gezähmt. Ihr kennt den ja eigentlich schon. Den haben wir ja auch schon, ja, sagen wir mal, ein bisschen länger im Besitz. Der hat stolze 50.000 Lebenspunkte. Also da hoffe ich mir jetzt ja doch schon mal, dass der auf jeden Fall den Kampf überlebt gegen die Brutmutter. Und dann haben wir natürlich noch Yuri dabei. Er hat jetzt auch endlich einen Namen. Unser Utyrannus. Und natürlich, jetzt ist er wieder eine Weile hier rumgestanden, können wir ihm sogar noch mal ein kleines Level abgeben. Das haben wir hier mal noch in die Ausdauer rein. Ich habe versucht, dass meine Rexe soweit wie möglich an die 600% Nahkampfschaden kommen, aber ich musste natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass die Gesundheit passt. Das ist mir leider nicht bei allen gelungen, war auch nicht bei allen möglich. Also, wenn wir uns jetzt hier Mrs. T anschauen, hat 409% Nahkampfschaden und knappe 8000 Lebenspunkte und ist bereits Level 78. Also, wir können die Dinos ja jetzt auch nicht bis in die Ewigkeit leveln. 73 Level ab dem Level, in dem wir sie gefangen oder quasi gezüchtet haben, können wir draufpacken. Mehr geht einfach nicht. Und hier die 103.000 Erfahrungspunkte deuten es schon an. Wir sind da schon ziemlich am Ende von ihrem Potenzial. Einfach mal reinschauen in Gamepedia. Da steht noch eine schöne Tabelle drin, wie viele Lebenspunkte man für welches Level letztendlich braucht. Und wie gesagt, also Mrs. T und auch Mr. T und einige andere, die sind leider
am Maximum angelangt. Da geht leider wirklich nicht mehr sehr viel. Aber ich habe es versucht, soweit wie möglich, wie gesagt, den Nahkampfschaden nach oben zu bringen, die Gesundheit nach oben zu bringen, damit die mir auch hier, ja, überleben. Ich weiß, wir werden nicht ohne Opfer da rauskommen. Das ist mir auch klar. Das ist auch den Teilnehmern hier klar. Also schauen wir nochmal kurz in die Runde. Allen ist klar, was hier heute auf dem Spiel steht. So, genau, nochmal kurz erleichtern vor dem Kampf, bevor es losgeht. Denn ich werde jetzt hier einfach mal ans Terminal gehen. Ich selber übrigens vielleicht auch noch ganz kurz top ausgerüstet mittlerweile. Also ich habe ja das Winter Wonderland Event natürlich total ausgenutzt, habe noch einige Chibis eingesammelt, habe viel Rüstung und auch viele Waffen eingesammelt, habe dann auch kleine Munition hergestellt. Wir sind also jetzt hier mit einer Pumpgun und einem Maschinengewehr unterwegs. Das Sturmgewehr finde ich nicht ganz so toll irgendwie, also da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von, aber ich habe es jetzt einfach mal eingepackt. Vielleicht werden wir das an der einen oder anderen Stelle noch brauchen. Habe hier noch Munition dabei für die Pumpgun, wie gesagt, und so ein bisschen Süßigkeiten vielleicht für danach. Diejenigen, die von euch da überleben, können sich dann da gerne nochmal dran bedienen. Und ich würde jetzt vorschlagen, genug geredet, wir stürzen uns jetzt hier gerne mal ins Abenteuer. Ich bin furchtbar aufgeregt, das könnt ihr mir echt glauben. Und wir müssen jetzt hier Artefakt des Gewaltigen, müssen wir das hier einfach reinlegen, oder? Ja, sieht so aus. Und dann können wir jetzt hier die Brutmutter Gamma beschwören. Es gibt noch die Brutmutter Beta und Alpha, aber ihr seht ja selber, da braucht man dann auch nochmal die gleichen Artefakte, aber ein paar mehr Trophäen, wie hier Argentaris-Krallen, Gift einer Titanoboa, Sarkozuko-Haut und Sauropodenwirbel. Das ist eigentlich jetzt alles kein Problem, weil wir haben T-Rexe. T-Rexe sind mit die stärksten Dinosaurier, die man eigentlich haben kann. Okay, nicht Lynchen, es gibt bestimmt auch nochmal Stärke und es kommt natürlich darauf an, wie man hier rumzüchtet, aber sie haben schon einfach von Grund auf hohe Gesundheits- und Kampfwerte. Ja, ist egal, also die zwei interessieren uns jetzt erstmal noch nicht. Wir stürzen uns jetzt hier auf die Brutmutter Gamma. Ich stelle das jetzt hier einmal her und irgendwas passiert jetzt hier. Irgendwas. Oh mein Gott. War das vorher auch schon da? Das. Ich glaube jetzt nicht. So, alle, die hier im Kreis stehen, kommen jetzt mit. Ich habe das jetzt hier nochmal rasch mit dem Buffet gemacht. Nicht, dass wir hier einen auslassen. Liefer, bleibt daheim mit einem Flugsaurier. Das wird, glaube ich, definitiv nichts. Außerdem möchte ich ja noch irgendwie nach Hause kommen. Und da ist sie schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Los, ich muss auf jemanden drauf hier. Oh Gott, wer bietet sich denn jetzt hier an? Shit. Mit wem kämpfe ich jetzt hier? Geht schon los? Oh ja, es geht schon los. Es geht schon los, Leute. Angriff, Angriff, Angriff. Ich schnappe mir jetzt hier einfach ein Dino, weil ich muss ja auch noch irgendwie. Ich muss ja aufpassen. Eieiei, ist das ein. Das war jetzt ein bisschen. Ja, ein bisschen überraschend. Ich hoffe, ich habe. Ah, doch, genau. Ich habe Deadpool hier einbehalten. Das war jetzt nicht so toll. Den hätte ich jetzt gerne in den Kampf noch geschickt. Wir blenden mal hier rasch nochmal alles ein. Oh, und wir sehen eigentlich, dass wir ziemlich guten Schaden an der Brutmutter hier anrichten. Die meisten Dinos sind natürlich mit der Brutmutter beschäftigt. Sehen wir auch. Es kommen auch nicht alle zum Zug. Das sehen wir auch. Aber es scheint zu reichen. Der Vorteil hier natürlich ganz klar, die Spinnen, die hier immer wieder gespawnt werden von ihr und natürlich auch das Netz, das sie hier immer wieder spawnen. Also die Spinnen, keine Chance, die gehen hier immer wieder gleich zu Bruch mit den Dinos. Dieses Rex Rushing scheint wirklich sehr, sehr effizient zu sein. Und wir sehen ja, dass nicht einmal alle Dinos hier mitkämpfen. Also die Chance, dass vielleicht hier ein paar mehr überleben, ist ja gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen schade jetzt. Ich hoffe natürlich, dass ich da ein schönes Bild rauskriege für das Video von der Brutmutter. Ansonsten muss ich das hier irgendwie nochmal ein zweites Mal machen. Müssen wir mal schauen. So, eine Sache habe ich jetzt natürlich total vergessen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es sofort losgeht. Aber der U-Tyrannus hat eigentlich einen ermutigenden Skill, mit dem er natürlich die anderen Rexe nochmal so ein bisschen pusht. Und das habe ich jetzt hier natürlich vergessen einzusetzen, aber die gute Nachricht ist, dass es darauf nicht ankommt, denn die Brutmutter ist gleich kaputt. Sie ist hinüber. Jawohl. So, jetzt haben wir, glaube ich,
Oh Mann, die können das nicht einmal richtig feiern, oder? Jawohl, Brutmutter, Hologramm. Geil. Okay, das war ein sehr schöner Kampf. Also ich glaube, einige Dinos haben hier auch nochmal wunderbare Erfahrungswerte hier gesammelt. Blenden wir das hier mal. Oh, ist das geil. Werden wir uns gleich anschauen. Ich habe nämlich nur noch 30 Sekunden und dann muss ich hier wohl schon gehen. Oder werde gegangen. Jetzt ist nur die Frage natürlich, wie komme ich jetzt hier? Kann ich da überhaupt was looten? Geht das überhaupt? Was passiert hier? Brutmutter? Oh Mann. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt da sowas ver... Ja, liegen lasse. Hauen wir einfach mal drauf. Geht das? Ja, wir können ein bisschen essen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das hier irgendwas bewirken soll. Jetzt geht's wieder zurück. Oh mein Gott. Ich hoffe... Ich hoffe, ich habe jetzt was bekommen. Ja. Tatsächlich, wir haben ein bisschen was bekommen. Mein Gott, ich hatte jetzt echt höllische Angst, dass wir hier vielleicht ohne Loot wieder rausgehen. Aber ich habe scheinbar ein bisschen was bekommen. Sollte ich irgendwas jetzt hier vergeigt haben, vergessen haben oder sowas, lasst es mich wissen. Würde mich natürlich interessieren, wenn ich was verkackt habe. Wenn ich was hätte holen sollen, dann machen wir das natürlich nochmal. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was wir bekommen haben. Und zwar eine Spinnenflagge. Dann haben wir... Element bekommen, ein seltsames, hochentwickeltes Material, voller Energie. Es löst sich auf, wenn es auf andere Arcs übertragen wird. Und dann haben wir hier noch eine Brutmutter-Trophäe. An einer Wandhalterung montiert, dient es als unschätzbares Zeichen deines Heldenmutes. Geil. Richtig geil, das lief ganz gut, aber ich glaube, ein Opfer haben wir schon noch zu verzeichnen. Also der Kampf... Muss ich sagen, war jetzt gar nicht so... Ja, ich habe es halt wieder ein bisschen übertrieben, ne? Ich glaube, das müssen wir schon auch wieder dazu sagen, dass ich es mal wieder übertrieben habe. Hier, Deadpool. Mit denen haben wir gekämpft. Der hat ja eigentlich so ziemlich gar nichts abbekommen. Viele andere Dinos auch nicht. Jetzt schauen wir einfach mal. Warte mal, das müsste ich doch hier einsehen können. Die Gruppe 13 Dinos leben... Leben wirklich alle 13 Dinos noch? Das wäre ja was. 1, 2. Gut, die Frage ist natürlich, ob die toten Dinos, aber die müssten hier eigentlich auch drin sein. Die Chancen stehen also ziemlich gut, dass wir hier wirklich mit allen Dinos wieder nach Hause gehen können. Jetzt muss ich nur erstmal alle Dinos dazu bringen. Also erstmal du hast wieder so ein Level, 3 Level sogar dazu bekommen. Wow. Ja gut, wir sind wirklich sehr, sehr lange hier rumgestanden. Ich habe das Spiel knappe 2 Tage im Hintergrund laufen lassen wegen Deadpool. Deadpool hatte 50.000 Leben Cap und das Problem war ja, ich war ja mit ihm sehr, sehr viel unterwegs und ich glaube mit 15.000 Leben habe ich sie dann hier abgestellt, also Deadpool hier abgestellt und musste halt ewig warten oder wollte auch ewig warten, bis er da wirklich... quasi mit vollem Leben reingeht. Jetzt können wir mal schauen. Wir sehen jetzt hier mal die Zettel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, tatsächlich. Es haben alle überlebt. Wow, ich bin ein bisschen begeistert tatsächlich, dass das jetzt wirklich so gut geklappt hatte. Wir haben eigentlich nichts verloren. Keine Rüstung oder sonst was. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also fast zu gut. Aber wir müssen jetzt vielleicht auch nochmal fairerweise dazu sagen, ne? Ich bin hier im Singleplayer unterwegs. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auf den Servern, auf Multiplayer, das nicht mehr ganz so einfach ist. Also auf Singleplayer ist ja generell einiges doch vereinfacht worden. Das sehen wir ja zum Beispiel an den Leveln für die Dinos, also die XP, die wir dafür sammeln. Während es hier im Singleplayer sogar 160.000 Erfahrungspunkte maximal sind, sind das ja auf den... offiziellen Servern glaube ich schon an die 350 oder sogar noch mehr. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf, aber da müssen wir schon wirklich viel, viel mehr einsammeln. Naja gut, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise, denn ich fliege jetzt hier erstmal rasch nach Hause. Die Dinos lasse ich jetzt erstmal da, weil das ist nicht ganz so einfach, die jetzt wieder alle nach Hause zu bringen. Es hat auf jeden Fall schon super viel Spaß gemacht, die überhaupt hierher zu bringen. Wir sehen uns gleich wieder in der Hütte, denn ich würde gerne mal mir anschauen, wie die Trophäe aussieht. Bis gleich.
So, und wir sind jetzt gleich wieder daheim. Der Flug, er hat deutlich kürzer gedauert, als ich ihn jetzt hier irgendwie in Erinnerung hatte. Aber wie gesagt, die Rexes mussten ja auch erstmal alle zum grünen Obelisken gebracht werden. Und das war schon irgendwie so eine kleine Herausforderung. Weil ich bin ja nicht nur mit zwei oder drei gelaufen, nein, ich bin ja wirklich mit allen 13 Dinos losgelaufen. Ich sage jetzt einfach mal, der U-Tyrannus gehört mit zu den Rexen dazu. Wie gesagt, also mit 13 bin ich da durchgerannt irgendwie erstmal in Richtung des Redwood Forest, habe mich da drin so ein bisschen aufgehalten, weil meine Anfangsstrategie war erstmal einfach alle Dinos mitnehmen und alles platt machen, was in der Nähe ist. So bei 13 Rexen könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert, wenn die alle auf aggressiv geschalten sind. Also ziemlich schnell habe ich sie verloren und musste da dann auch nochmal einige Zeit investieren, die dann wirklich wieder alle zu finden. Das war ehrlich gesagt jetzt auch nicht so spaßig. Also habe ich sie dann irgendwie wieder alle zusammengeräumt und habe gesagt, komm, wir laufen jetzt erstmal in Richtung des grünen Obelisken. Und von dort aus machen wir mit kleineren Gruppen einzelne Exkursionen auf der Suche nach ein paar Dinos. Und anfangs habe ich wirklich einfach alles platt gemacht, was ich mir so ein bisschen in den Weg gestellt hatte. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach, das muss doch auch irgendwie alles schneller gehen. Das dauert mir so ein bisschen zu lange, hab dann mich mal so ein bisschen hingehockt, das Internet bemüht und eben hat dann so eine kleine Tabelle gefunden mit Dinos, wer wie viel Erfahrungspunkte ungefähr bringt. Aber ich glaube, die Werte hier beziehen sich auch wieder eigentlich auf die offiziellen Server und nicht auf den Singleplayer. Macht nichts, trotzdem ungefähr hat es ja gepasst. Also der Alpha Raptor gibt mehr Punkte als ein gewöhnlicher Rex. Der Alpha Kano gibt mehr Punkte als der Alpha Raptor. Und der Alpha Rex gibt mehr Punkte als der Alpha Kano. Jetzt kannst du natürlich nicht von Anfang an gegen einen Rex kämpfen oder einen Carnotaurus oder sogar einen Raptor. Da, ja, okay, das vielleicht noch, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und dann musst du dich immer Stück für Stück dann an die heranführen. Gut, es war jetzt auch nicht so, dass die alle gleich hintereinander sich eingereiht haben und kämpfen wollten. Nein, also da musste ich auch wirklich so ein bisschen durch die Gegend reiten, beziehungsweise eigentlich eher fliegen, weil ich war ein bisschen zu faul, weil die Rechse, das dauert doch immer ein bisschen zu lange. Also habe ich mich hier einfach auf Liefer gehockt. Übrigens wieder wunderschön rot und orange. Habe ich echt vermisst, aber ja, die Süßigkeiten weißt du ja selber. Oh Mist, jetzt habe ich vergessen, den anderen Süßigkeiten zu geben. Aber macht nichts, das holen wir auf jeden Fall noch nach. Und habt ihr dann so einfach trainiert und trainiert und trainiert. Das war so richtig monoton eigentlich, aber es musste sein. Ich wollte unbedingt die Brutmutter fertig machen, also habe ich mir gedacht, 13 Rexe, auf geht's. Ja, wie wir festgestellt haben, war das vielleicht ein bisschen überdimensioniert mit den 13 Rexen. Interessanterweise haben wir auch keinen verloren. Die Brutmutter war auch kleiner, als ich mir sie vorgestellt hatte. Ist jetzt echt blöd, dass wir sie nicht genau unter die Lupe haben nehmen können. Ja, und nun gilt es nur noch eins zu tun, und zwar die Trophäe aufzuhängen. Hier übrigens, ihr könnt es schon sehen, meinen allerersten Alpha Rex, den ich mit, ich glaube mit Deadpool war das sogar, der hat tatsächlich einen Alpha Rex eliminieren können und vor allen Dingen einen Skull Rex, das fand ich irgendwie noch viel geiler. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ihnen auch noch mal ein bisschen geholfen. Es war schon ein bisschen knapp, also ich musste mit der Pumpgun auch aushelfen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das muss gefeiert werden. Darum gehört dieser Kopf hier an die Wand. Und ich muss sagen, das schaut schon echt ziemlich cool aus. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit der Brutmutter aussieht. Hängen wir sie einfach mal hier auf. Ja, ich würde jetzt fast sagen, der Knochenschädel ist ein bisschen imposanter. Aber wir können uns ja hier jetzt vielleicht auch nochmal den Kopf der Spinne aus der Nähe anschauen. Ihr seht aber auf jeden Fall, der Schrank, der muss weg. Im Moment habe ich ja da einen Haufen Klamotten drin. Die können wir vielleicht hier rüber rollen. Also da alles drin, was ich über die Winter Wonderland Events abgegriffen habe. Das ist wirklich eine ganze Menge, vor allen Dingen an Waffen, aber auch Klamotten. War echt nochmal ein bisschen was dabei und die Chibis, die zeige ich euch auch gleich noch, was ich da gesammelt habe. Vorher schauen wir uns aber nochmal ganz kurz den Kopf der Spinne an. Können wir mal ins Maul reinschauen. Oh wow, da kann man aber wirklich sehr tief reinschauen. Sieht auf jeden Fall richtig geil und imposant aus, muss ich schon sagen. Ich bin sehr froh,
dass wir hier endlich den ersten Boss platt gemacht haben. Und dann schauen wir uns jetzt hier nochmal rasch ganz kurz die Chibis an, die ich eingesammelt habe. Da sind wirklich eine Menge noch bei rausgekommen. Hier ist Spinosaurus, Roy Red, Golem. Das sind jetzt hier Chibis, die können wir nicht benutzen, weil wir dafür erstmal die Expansion Scorched Earth und Aberration bräuchten. Dasselbe hier auch mit dem Reaper. Dann haben wir hier noch das Mammut, das Megatherium habe ich hier zweimal. Das muss ich gleich mal umräumen. Dann haben wir hier einen Baryonyx. Leider einen Rex habe ich nicht bekommen. Dafür habe ich hier aber den Chibi Raptor noch bekommen. Ganz feine Sache. Ja. Das war es jetzt dann aber erstmal von mir wieder und Ark Survival Evolved. Jetzt haben wir ja die Brutmutter fertig gemacht. Dem nächsten DLC steht also nichts im Weg. Ich werde mir jetzt erstmal noch Gedanken machen, einen eigenen Server aufzusetzen. Das hatte ich ja in den einen oder anderen Stream ja schon mal erwähnt. Und jetzt, wo ich das hier abgeschlossen habe, würde ich doch gerne mal auf einen Server gehen und mir das mal anschauen, ob das taugt oder nicht. Und vor allen Dingen auch dann kann die Freundin endlich mal mitspielen. Die war jetzt hier die ganze Zeit mit unterwegs, während ich hier quasi einfach nichts getan habe. Hat sie auf der anderen Seite der Map sich so ein bisschen mit dem Spiel angefreundet und ich glaube, das macht einfach ein bisschen mehr Spaß zu zweit, wenn man auch zusammen eine Welt erkundet. Und darum möchte ich jetzt gerne einfach auf den Server gehen. Dann kann jeder auch ein bisschen spielen, wann er möchte. Und natürlich auch die Community, da gab es ja jetzt auch schon immer wieder mal Anfragen, ob die da mal mitspielen könnten. Das können wir dann auch realisieren. So, da drüben haben wir noch die Metrodon. Den hatte ich hergenommen für die Züchterei. Sehr, sehr wichtig wirklich, weil der kann die Eier schön warm halten. Naja, aber da gehen wir ein andermal drauf ein. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr allgemein Vorschläge, Feedback oder Kritiken habt oder sonst irgendwas, haut's ruhig raus in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und natürlich, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst mir doch gerne auch ein Abo oder Like da. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei Ark Survival Evolved. Ansonsten hoffentlich in einem meiner anderen Videos und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ach, und bevor ich es noch vergesse, die Brutmutter musste ja nicht ganz umsonst sterben, denn wir haben nicht nur eine wundervolle Trophäe bekommen und eine doch sehr schöne Spinnenflagge, nein, wir haben auch ein paar neue Engramme freigeschaltet, und zwar den Tech-Replikator, das Fundament Tech-Version sowie die Tech-Triangle Ceiling, Foundation und Roof. Ja, einen ganzen Haus können wir uns damit noch nicht bauen, aber die Brutmutter soll ja nicht der letzte Boss gewesen sein, den wir hier bekämpfen. Es werden noch weitere Folgen, aber immerhin der Ausblick hier auf weitere Tech-Forschungen ist doch schon mal sehr, sehr interessant und verspricht so einiges. Vor allen Dingen dieses kleine Schmuckstück hier mit den vier Reifen. Ich glaube, das könnte richtig, richtig geil werden. Das war's jetzt aber nun wirklich von mir. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Lasst mir, wie gesagt, ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.